Moin Moin, Automatelot hier und heute zeige ich dir, wie du in Unbounce die Anzahl der Zeichen in einem Formularfeld begrenzen kannst. Also bleib dran. Okay, um jetzt ein Zeichenlimit in einem Formularfeld einzurichten, brauchst du zwei JavaScripts und wir haben hier für dich ein Google Doc vorbereitet, wo die beiden Scripts drin sind. Link unten in der Beschreibung. Und in Unbounce klickst du dann auf JavaScripts. Damit erzeugst du Neues. Das erste ist ein jQuery. Wenn du jQuery schon installiert hast, musst du das nicht nochmal machen. Placement is head. Und da kopierst du jetzt aus dem Google Doc diesen Teil raus und fügst das hier einfach ein. So, und jetzt hast du jQuery eingerichtet. Jetzt brauchst du noch ein zweites Script, also hier oben links auf Add Script klicken. Das nennen wir jetzt einfach mal Limit. Und im Google Doc kopierst du den kleinen Teil hier raus und fügst das hier ein. So, und jetzt musst du nur noch Field-ID mit der ID von dem Formularfeld ersetzen, in dem du das Limit einrichten möchtest. Also klicken wir erstmal auf Done, wählen das Formular aus, gehen zu Edit Form Fields. Da wählst du dann dein Formularfeld aus. Und hier bei Field Name and ID siehst du, das heißt hier Vorname. Also fügen wir das jetzt in unser JavaScript ein, Limit, und hier jetzt einfach Vorname eintragen. Das Hashtag davor muss bleiben. Und jetzt siehst du hier 150 und das ist die Anzahl der Zeichen, die du dann in das Feld eingeben kannst. Ich mache jetzt hier für das Beispiel mal einfach 10. Und das war es jetzt auch schon. Wenn wir jetzt auf Done klicken, das abspeichern und in die Vorschau gehen, siehst du, wenn ich hier anfange zu tippen, kann ich nach 10 Zeichen nicht weiter tippen. Also glaub mir, ich versuche das. Und das Gute ist, selbst wenn man versucht, irgendwas einzufügen, was länger ist, also ich kopiere hier zum Beispiel mal einen Polizist mit, Steuerung C, und jetzt drücke ich hier Steuerung V, und du siehst, er fügt nur die ersten 10 Zeichen ein. Und wenn du noch einen Zeichenzähler hier oben angezeigt haben möchtest, da veröffentlichen wir in 2 Tagen noch ein Video zu, und sobald das online ist, packen wir den Link unten in die Beschreibung. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es dir nicht gefallen hat, abonniere den Kanal und über Fragen und Feedback und in den Kommentaren freuen wir uns auf jeden Fall immer. Bis zum nächsten Mal.